Hallo liebe Leute, heute habe ich Monika Donner zu Gast. Sie ist eine Expertin im Bereich Ukraine und Politik generell. Sie hat schon viele Bücher geschrieben und ist auch schon lange in der Truther-Szene unterwegs, also schon seit 2014. Sie hat im Verteidigungsministerium gearbeitet und ich würde sagen, bevor ich jetzt viel erzähle, erzähle gerne, wie bist du zur Politik gekommen? Was hast du erlebt? Ja, du kannst ja mal so eine Einführung geben und dich vielen Leuten, natürlich bist du bekannt, aber viele Leute sind wie ich neu und die kennen dich vielleicht noch nicht. Vielleicht kannst du dich mal so komplett vorstellen. Genau. Ja, erstmal hallo lieber Johannes und danke für die Einladung. Sehr gerne. Freue mich mit dir zu reden. Habe ja schon gemerkt, dass das ein angenehmes Gesprächsklima mit dir ist. Und ja, liebe Zuseher, kurze Vorstellung von mir. Das ist jetzt der Standardsatz. Monika Donner, geboren 1971. Bin von den Berufen her Juristin, strategische Analytikerin, aber auch diplomierte Lebensberaterin. Und war früher aktiver Offizier des Bundesheers bis 2002 und bis inklusive März 2022 Ministerialrätin im österreichischen Verteidigungsministerium. So, und diese Liste von Berufen und mein etwas unnachgiebiges Temperament, wenn es um die Suche nach der Wahrheit oder das Finden vor allem von der Wahrheit geht, befähigen mich dazu, Krisen zu analysieren. Und zwar so zu analysieren, dass wir nicht nur die Ursachen, sondern auch die Muster verstehen, um aus den Krisen zu lernen und sie bestmöglichst zu bewältigen. Das soll ja der Hauptpunkt sein. Wie bin ich zur Politik gekommen? Hat mich eigentlich nie wirklich interessiert. Mein erstes Buch, Tiger in High Heels aus dem Jahr 2008, ist eher eine gesellschaftlich-soziale Analyse, wer profitiert davon, dass wir uns klein halten lassen und nicht voll zu uns stehen, wie wir sind, nicht unsere Talente leben, dass wir uns unterdrücken lassen, sodass der soziale Irrsinn, der seit mindestens 20 Jahren läuft, Menschen an die Macht gebracht hat, vor dem man uns vor 20 Jahren noch geschützt hat. Wie ist das passiert? Und in diesem Buch geht es eben auch um Selbstbefreiung. Und dann habe ich erkannt, damit ist es nicht getan. Man muss auch in aktuelle Themen einsteigen. Und 2015 eben habe ich der Regierung, der österreichischen Regierung und dem Nationalrat, also was ihr in Deutschland Bundestag nennt, dieses Buch vorgelegt. Und wie ihr seht, ganz dünn, provokativer Titel, aber eh in Rot geschrieben. God bless you, Putin, eine strategische Analyse über die sicherheitspolitische Lage in Europa. Ein Beispiel Österreich gilt auch für Deutschland. Und ihr seht, es ist ganz dünn, ja. Schlankes Buch, große Zeilenabstände, die markanten Wörter markiert und an neuralgischen Stellen Zusammenfassungen, also politikergerecht aufbereitet. Und darin habe ich schon angekündigt, dass der russisch-ukrainische Krieg kommen wird. Wie es Amen im Gebet, weil eben der Westen stark provoziert. Und drauf und dran ist die letzte rote Linie, die ja die Russische Föderation seit mindestens 2002 offiziell angekündigt hat, dass das die rote Linie ist, nämlich die Ukraine, dass die überschritten wird. Ja, Und genau, da habe auch, wollte ich dich fragen. Jetzt genau. haben wir ja diese Erzählung, dass also ein Angriffskrieg, Russland einen Angriffskrieg gestartet hat aus dem Nichts. Was sagst du dazu? Völliger Schwachsinn, ja. Beleidigung. Völliger Schwachsinn. Das ist westliche Propaganda. Natürlich wird auch auf Seiten der Russischen Föderation Propaganda betrieben. Na, no, na, nicht, wie die Bayern oder wie Oberösterreicher sagen. Ich komme ja aus Oberösterreich ursprünglich. Natürlich wird auf beiden Seiten Propaganda betrieben. Aber die ursprüngliche Hetzpropaganda kommt vom Westen, eindeutig. Und ich habe in God Bless You Putin, in dem zuerst erwähnten Buch, wo steht's, da hinten, habe ich herausgearbeitet, wie der Westen provoziert hat und mitunter, man wollte die Ukraine in die NATO einverleiben. Und hier hat man sogar den Beweis, dass die EU nichts anderes ist als ein Durchlaufposten für die EU, für die USA bzw. Schrägstrich NATO. In den USA hat es Kongressentscheidungen gegeben, die fast copy-paste von der EU wiedergegeben wurden, wie das Sprachrohr der Vereinigten Staaten, also angloamerikanische Spaltungsstrategie. Es geht darum, die Ukraine in die NATO zu bringen und Russland als Böse hinzustellen, das absolute Russland-Bashing, antirussisch bis zum dort hinaus. Und das war natürlich eine Bedrohung für Russland. Es geht hier um und nicht an der Oberfläche, sondern im Tieferen geht es um geostrategische Sicherheitsinteressen Russlands. Und die stehen diametral gegenüber der Ausdehnung der NATO in Richtung Osten, wie wir wissen. Also ich weiß, es gibt Politiker, die glauben inzwischen, die Russische Föderation hat sich ausgedehnt. Ja, wir werden nicht von den Hellsten regiert, das muss man auch dazu sagen.
Und die Provokation von Seiten des Westens hat ja so viele Punkte drinnen, inklusive NATO-Atomraketenschirm gegen die Russische Föderation gerichtet und zuletzt die Bekämpfung der russischen Minderheiten ab Ende 2014, Anfang 2015, die Bekämpfung der russischen Minderheiten in der Ukraine durch eine seit 2014, Ende 2014, russophobe, das heißt antirussische Regierung in Kiew. Und da gibt es ja zig Reporter, die darüber berichtet haben, auch mit Videos. Es sind ein paar tausend Menschen, lange bevor die russische Operation begonnen hat, sind schon tausende Menschen gestorben, darunter hunderte Kinder durch Raketenbeschuss, durch Granatwerferbeschuss, Fernlenkwaffen und so weiter von Seiten der ukrainischen Regierung durch offizielle Streitkräfte der Ukraine. Und das ist etwas, was der Westen ausblendet. Und man muss dazu sagen, juristisch gesehen, hier spielt auch das Völkerrecht hinein, nämlich das wichtigste Grundrecht auf völkerrechtlicher Ebene ist das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Das ist jus cogens, wie die Juristen sagen, also wie wir Juristen sagen, das ist zwingendes Recht und ist daher nicht abänderbar durch Verträge. Aber es gibt ja sogar Verträge seit mindestens 1966, die auch von der Ukraine und der Russischen Föderation als Nachfolger der UdSSR unterzeichnet wurden, die besagen, dass das Selbstbestimmungsrecht der Völker nicht nur zu gewähren ist, sondern auch zu unterstützen ist. Ja? Und was ist passiert? Bestätigt bitte von US-amerikanischen Meinungsforschungsinstituten wie Pew Research Center, also völlig unverdächtig, weil vom Westen bestätigt, in Donetsk, Luhansk, also am Donbass plus Sevastopol, hier hat es auf der Krim, hat es Abstimmungen, Referenden gegeben, wo die Bevölkerung zu 90% gesagt hat, sie wünschen die Separation, also die Ausgliederung aus der Ukraine und die Eingliederung in die Russische Föderation. Und damit ist bestätigt, dass nicht nur die 60% Russen in diesen Gebieten, sondern sogar 30% Nicht-Russen, also in Summe 90% der Bevölkerung dort, ganz klar für die Eingliederung in der Russischen Föderation waren. Und gemäß diesem Beschluss hat das auch stattzufinden. Das ist völkerrechtlich absolut. Seit 2014 und 2015 gab es diese Referenden. Ja? Und jetzt kriegt der West natürlich die Panik, weil die offizielle Spaltungsstrategie der angloamerikanischen Geostrategen, also wir reden hier von London und Washington, ist seit mindestens dem Ersten Weltkrieg, Russland und Deutschland dürfen keine Freundschaft haben. Die haben ja eigentlich von der Geopolitik, also von der Politik und von der Geografie her, keine einzige Veranlassung, miteinander einen Konflikt zu haben. Da hat man schon den Ersten Weltkrieg ausgelöst, damit es dazu kommt. Zweiter Weltkrieg als Verlängerung, Kalter Krieg und jetzt Ukraine-Krieg. Geht es wieder um das Verhältnis. Es geht nur um das Verhältnis zwischen Deutschland und Russland. Warum? Weil Deutschland das wirtschaftliche Gravitationszentrum von Europa ist. So einfach ist es. Und das sage nicht nur ich, sondern ich rede hier nur nach. Das sagt der George Friedman, der Chef von Stratfor Strategic Forecasting 2015, vor ihm Brzezinski und noch weiter vor ihm hat es gesagt, der wichtigste Geostratege ursprünglich 1904 schriftlich, Sir Halford MacIndoe, unsere größte Angst ist es, dass Deutschland und Russland zusammenarbeiten. Warum? Weil dann Kontinentaleurasien einen einheitlichen Block bilden könnte und dann haben die Briten und die US-Amerikaner keine Chance mehr, hier einen Einfluss zu nehmen in Europa und vor allem in Eurasien. Es geht um Osteuropa und da sagt ja solche Geostrategen wie MacIndoe sagen ja, du musst Osteuropa beherrschen, indirekt. Wenn du Osteuropa indirekt beherrschst, beherrschst du sozusagen das Mutterland. Das ist das Bereich der vormaligen Sowjetunion. Wer diese beherrscht, beherrscht die Weltinsel. Und das ist Eurasien, Afrika, also Europa, Asien und Afrika zusammen, sogar am Landweg teilweise verbunden miteinander, ja, die größte Landmasse, wo die meisten Menschen leben. Und wenn du das beherrschst, beherrschst du die ganze Welt. So einfach ist es. Der Schlüssel ist Osteuropa. Und drum ist Osteuropa die rote Linie. Das verstehen die meisten Zuseher jetzt sicher, weil es so einfach ist. Aber man muss sich vor Augen halten, das verstehen nicht einmal, also nicht einmal die meisten Generalstabsoffiziere in der Bundeswehr und beim österreichischen Bundesheer. Das verstehen schon gar keine Regierung, weil diese Länder ja hauptsächlich Regierungspersonal stellen, die gemäß
transatlantischer Unterwerfung, wie ich sie nenne, praktisch an den Westen, in dem Fall die USA, so stark gebunden sind und unter der Knute stehen, dass jemand, der einen Durchblick hat, da überhaupt nicht in die Positionen hinaufkommt. Das ist das Problem. Ja, ist dein Eindruck im Verteidigungsministerium, dass die korrumpiert sind oder dass sie das einfach nicht wissen? Einfach nicht wissen. Es sind vielleicht vereinzelte korrumpiert. Man braucht sich doch jetzt nur, ich will jetzt nicht über das Verteidigungsministerium schimpfen, weil es war nicht alles schlecht. Ich war ja ursprünglich Offizier bei der Truppe. Als ich allerdings ins Ministerium kam, 2002, war mir bewusst, warum die Truppe in diesem schlechten Zustand ist, weil der Fisch fängt am Kopf zum Stinken an. Das muss man auch dazu sagen. Aber das ist ja mehr oder weniger politischer Kopf. Du brauchst keine Verschwörung, du brauchst keine große Korruption. Es reicht, wenn du in Schlüsselpositionen Leute sitzen hast, die ahnungslos sind. Beispiel Baerbock, Beispiel in Österreich auch die Politiker. Da brauchen wir gar nicht auf die Sicherheitspolitik eingehen. Schauen wir doch, wer in den höchsten politischen Ämtern sitzt. Da sitzen Leute, die haben von Tutten und Blasen keine Ahnung, wie man in Österreich sagt. Ja. Die mit teurem erwirtschafteten Steuergeld dafür finanziert werden, dass sie auch noch aufs Volk runterschauen, anstatt es ordentlich zu vertreten. So ist zumindest meine Wahrnehmung. Und ich denke, da sind breite Teile der Bevölkerung meiner Ansicht oder zumindest sogar der persönlichen Erfahrung, insbesondere während der idiotischen C-Diktatur. Also lange Rede, kurzer Sinn, du brauchst keine Verschwörung, du brauchst keine großen Straftatbestände, es reicht die Inkompetenz. Und dass du Menschen oben sitzen hast, die sonst nichts können, das genügt. Was mich auch noch interessieren würde, also mir geht es ja auch so, mir leuchtet ja diese, man kann es ja sagen, Kosovo-Argumentation, dass die Leute im Referendum abgestimmt haben und dass ihnen auch gerade wegen dem Kosovo-Urteil, das ja, glaube ich, 2012 war das Kosovo-Urteil, Ja. dass den Leuten ein eigener Staat zusteht, man ja, Ja. dann ja eigentlich sagen kann, dass die Ukraine der Angreifer ist und dass dann eigentlich das legitime Recht ist, dieser unabhängigen Staaten, dass eigentlich, die eigentlich auch schon von Russland hätten anerkannt werden müssen, früher schon, dass diese Leute dann, dass diese Leute ja ein Anrecht darauf haben, sich zu verteidigen und dann auch andere Länder zur Verteidigung zu bitten. Jetzt fällt mir auf, also mir leuchtet das voll, völlig ein, das Argument. Und jetzt merke ich aber auch, dass auch in alternativen Medien das eigentlich relativ viele vielleicht sich nicht trauen zu sagen oder dafür bei es wird immer behauptet, auch in der AfD beispielsweise, das wäre jetzt völkerrechtswidrig. Also mit völliger Sicherheit sagen sie das und das leuchtet mir eigentlich gar nicht richtig ein. Kannst du dir das erklären? Ja, weil nicht Gehirn gewaschen, weil wenn es Gehirn gewaschen wäre, wäre es sauber, dann kämen saubere Gedanken raus, sondern weil verdummt. Verdummt von den westlichen Medien, oh, vielleicht ein bisschen Angst, aber im Endeffekt einfach mitrülpsen im Chor. Und man sieht es ja, man hat es ja in der C-Diktatur gesehen bei dem Schwachsinn, es haben ja alle mitgemacht. Das heißt, der Hausverstand scheint irgendwo bei den Supermärkten an den Kassen abgegeben worden zu sein, aber die wenigsten Menschen, gerade in der Politik, haben aus meiner Sicht noch ihre Tassen im Schrank alle. Braucht man sich ja nur diesen Klabauterbach anschauen, ja, der heute so redet und morgen so und dann nicht mehr weiß, was er eigentlich gesagt hat. Die Bundeszentrale für politische Bildung bringt teilweise sehr gute Artikel heraus, muss ich sagen, ja, auch aus historischer Sicht. Aber bezüglich Ukraine geben sie ganz offen zu. Ein Artikel der Bundeszentrale für politische Bildung in Deutschland gibt offen zu, dass die Referenten 2014 und 15, wie erwähnt, in Donetsk, Luhansk und auch auf der Krim, nicht etwa ignoriert werden vom Westen, weil sie politisch nicht fair seien, sondern weil sie angeblich gegen das staatliche Souveränitätsprinzip verstoßen. Diese Argumentation ist sowas von offensichtlich voll idiotisch, dass man es gar nicht mehr besser ausdrücken kann, als diese Stellen selbst zu zitieren sind. Es geht ja nicht um das Selbstbestimmungsrecht der Staaten, sondern um das Selbstbestimmungsrecht der Völker. Mit der Argumentation, dass ein Volk nicht das Staatsgebiet eines Landes verändern darf, würde man ja das Selbstbestimmungsrecht der Völker aushebeln. Ein Volk muss sich separieren können von einer Nation und auch einen Staat gründen dürfen. Das ist doch das Urprinzip, nicht nur gewohnheitsrechtlich, völkergewohnheitsrechtlich, sondern auch völkervertragsrechtlich, zigfach verankert auf der Ebene des Völkerrechts, die im Verfassungsrang steht und teilweise sogar darüber, sowohl in Deutschland als auch in Österreich und vielen anderen Nationen. Wenn jetzt jemand sagt, dass die Völker nicht das Souveränitätsrecht, also die Grenzen sozusagen verändern dürfen eines Staates, dann haben sie irgendwas nicht verstanden. Es ist eine Scheinargumentation und diese Scheinargumentation wird ganz offen von der
Bundeszentrale für politische Bildung in Deutschland ins Treffen geführt. Sie führen sich selbst als inkompetent vor. Ja, das heißt, was wir hier erleben, ist nichts anderes als die Fortsetzung in der C-Diktatur. Da ging es um die Beschneidung des Selbstbestimmungsrechts der Menschen, nämlich autonom über ihre eigene Gesundheit zu entscheiden, um sie für die digitale Diktatur aufzubereiten. Nichts anderes ist das mit dieser Verblödungsmaschinerie. Und dann jetzt beim Ukraine-Krieg ist das Selbstbestimmungsrecht nicht nur von Ländern, sondern in erster Linie von Völkern mit Füßen getreten worden. Und wer kommt als Befreier? Die Russische Föderation. Sie wurde genauso angerufen von den selbstständigen Republiken Donetsk, also Donetsk und Luhansk, und auch die Krim hat selbst zum Ausdruck gebracht, obwohl das eh im russischen Besitz schon ist. Das heißt, wir haben hier eindeutig eine Situation, wo der Russe nicht als Eroberer, sondern als Befreier gerufen wurde. Und deswegen, das muss man bitte wissen, deswegen wird hier auch kein Blitzkrieg geführt. Es geht darum, eben nicht als Eroberer aufzutreten. Die Russen haben, was ja jeder Generalstabsoffizier in der Bundeswehr und auch in Österreich leicht erkennen könnte, wenn er denn wollte, den Kampf der verbundenen Waffen nicht so geführt, wie das eigentlich bei einem Blitzkrieg ist. Ja? Das heißt, er hat nicht Luftwaffe, Artillerie und Bodentruppen und Panzerwaffe und so weiter, haben nicht konzertiert zusammengewirkt. Teilweise sind alte Kampfpanzer T-72 ins Gefecht geschickt worden. Aber was bedeutet das? Man schickt zuerst die alten Teile und sicher nicht die strategische Reserve, die man vielleicht noch für den größeren Konflikt mit ganz Europa braucht. Also so dumm sind die Russen nicht. Und was berichtet der Westen? Die Russen sind am Ende. Also bei weitem nicht am Ende. Und das erkennen inzwischen auch die, die seit Januar bzw. Februar, Entschuldigung, 2022 Offiziere, die im Fernsehen auftreten und sagen, ja, die Russen sind am Ende. Die erkennen jetzt das, was ich schon genau vor einem Jahr gesagt habe und auch prognostiziert habe. Dieser Krieg wird ein längerer sein, weil der Westen das so will, aber es wird Russland siegreich hervorgehen. Hundertprozentig. Jetzt ist ja so, dass viele sagen, gut, man hätte man die Truppen zur Verteidigung dahin schicken können, nach Luhansk und Donetsk, aber es war jetzt auf jeden Fall kriminell, die nach Kiew zu schicken und überhaupt in die Ukraine. Was kannst du dazu sagen? Also Kiew müsste das Ziel der Russischen Föderation sein, wenn es ein Eroberungskrieg wäre, Kiew auszuschalten. Bei einem Eroberungskrieg musst du die Hauptstadt einnehmen. Das ist uralte Kriegsdoktrin. Ja, das hat schon Karl von Clausewitz geschrieben, preußischer Generalmajor. Buch vom Kriege kann jeder nachlesen. Wird an allen Militärakademien dieser Welt gelehrt. Fakt ist, das hat Russland nicht, die Russische Föderation nicht einmal im Ansatz probiert, weil mit circa 100.000 Soldaten kannst du Kiew nicht weder einnehmen noch halten. Das war im Vorfeld schon klar. Das war eine andere Operation. Es ist eher darum gegangen, die Gebiete, den Streifen auch abzusichern, Donetsk und Luhansk. Und genau das macht die Russische Föderation jetzt. Es geht um den Korridor. Wäre ich im russischen Generalstab, hätte ich empfohlen, der russischen Führung, dass da ein Korridor gebildet wird von Kiew bis Sewastopol runter, nämlich fast die ganze Ostukraine, um diesen Konflikt beizulegen. Aber nicht einmal das wollte man offensichtlich, weil wenn diese Ziele formuliert worden wären, hätte man einen weit größeren Truppeneinsatz gebraucht. Natürlich sichert sich jetzt die Russische Föderation strategische Vorteile, aber wenn du von Donetsk und Luhansk, also vom Donbass, von diesen Gebieten zur Befreiung praktisch aufgefordert wirst, um Hilfe gebeten wirst, dann musst du dieses Gebiet halten. Und wenn du dadurch einen Korridor hast, einen schmalen Korridor bis zu Sewastopol, und muss das Hauptziel der Ukraine sein, denn ohne Schwarzmeerzugang kann Russland, die Russische Föderation, keine Großmacht sein, dann ist das ein legitimer Begleiteffekt von dem Ganzen. An der Oberfläche ist die Russische Föderation kriegsvölkerrechtlich völlig legitim, den ukrainischen Minderheiten bzw. den Gebieten Donetsk und Luhansk zu Hilfe geeilt. Auf der tieferen Ebene, auf der geostrategischen oder militärstrategischen Ebene eben, sichert sich völlig legal Russland in diesem Fall strategische Vorteile. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass, was ja hier in den Medien auch nicht vorkommt, ist, dass gezielt in Donetsk und Luhansk zivile Ziele angegriffen werden seitens der Ukraine.
Und das sozusagen, ja, wenn jetzt die direkt an der Grenze stehen bleiben würden, dass die ja dann trotzdem weiterschießen könnten, was man ja eigentlich der Zivilbevölkerung nicht zumuten kann. Das ist ja aus meiner Sicht auch noch ein Punkt. Ist auch ein Punkt. Und was ich dringend empfehlen kann, den Zusehern, ist, sich anzusehen. Ich glaube, es gibt es bei Nu Visa noch zu sehen, den Film Ukrainian Agony. Ja? Ukrainian Agony. Und da hat ein Deutscher, und das ist weder ein Linker noch ein Rechter, sondern einfach ein sachlicher Redakteur, gefilmt, wo im Russen in der Ukraine und auch Nicht-Russen in der Ukraine, die ukrainische Bevölkerung gesagt hat, sie werden angegriffen seit Ende 2014 von ukrainischen Regierungstruppen. Also die eigene Regierung greift das eigene Volk an, weil sie eben diese Russen nicht als Ukrainer anerkennen. Das ist eine Form des Nationalismus, die man ja angeblich nicht will und die hier jetzt Putin zu Recht ins Treffen führt. Ich bin jetzt keine Putin-Jüngerin, ja, überhaupt nicht. Aber ich muss schon sagen, was von der Russischen Föderation durch das Sprachrohr Putin argumentiert wird und nach außen gegeben wird, ist zu 90% die Wahrheit. Und beim Westen, was da nach außen gegeben wird, ist zu 10% die Wahrheit. Also in etwa von dieser Gewichtung. Das ist das Gefühl, also ich verfolge auch RT und die westlichen Medien. Und mir fällt auf, dass der Duktus, also der Tonfall, viel weniger emotionalisierend ist. Also ist klar, jetzt bei den Meldungen, da wird auch ausgeblendet, die eigenen Verluste werden ausgeblendet, aber irgendwo ist es transparent, das sieht man ja sofort, dass die nur die Verluste von den anderen zeigen und die eigenen nicht. Das ist dann irgendwie sofort klar, dass sie das halt nicht sagen, damit es, ja, um die Leute nicht zu demotivieren. Und diese Emotionalisierung, das ist mir bei RT nicht aufgefallen. Also klar kommen natürlich Positivmeldungen, werden vor allen Dingen gebracht, Negativmeldungen nicht. Aber diese ekelerregende Dämonisierung die jetzt man in den westlichen Medien sieht, die kann ich bei RT nicht finden. Und allein dieser sachliche, nüchterne Tonfall, das finde ich persönlich sehr ansprechend, muss ich ganz ehrlich sagen. Russland, die Russische Föderation, ich sage immer Russland, ist Blödsinn, es geht um die Russische Föderation. Die Russische Föderation wird seit 2014, spätestens seit 2014, auf eine Art und Weise dämonisiert, wie auch das Kaiserreich, das Deutsche Kaiserreich, schon vor 1914 dämonisiert wurde von Großbritannien. In britischen Zeitschriften stand schon 1895 Germania esse der Länder, Deutschland muss sterben. Das heißt, man hat hier einen Krieg mit dem Ersten Weltkrieg. Das ist roter Faden bis heute. Ja. Wir haben ja gesagt, es geht immer darum, dass Deutschland und Russland nicht im Frieden sind, idealerweise im Krieg miteinander sind. Einer von beiden muss immer der Böse sein auf dem Kontinent. Und wenn man es beobachtet, Erster Weltkrieg, die Bösen waren Deutschland. Die Verlängerung, Zweiter Weltkrieg, Deutschland bleiben die Bösen. Plötzlich nach 1945 kippt es und der ehemalige Verbündete, die UdSSR, ist der neue Gegner. Das heißt, aus Deutschland, dem Feind Deutschland, wird Russland. Kalter Krieg hin und her. Jetzt sind wir wieder bei Russland. Warum? Weil die Russische Föderation stärker ist als Deutschland und Deutschland ja bereits der Brückenkopf ist. Deutschland und in diesem Fall Westeuropa ist aus angloamerikanischer Sicht, aus Sicht der Geostrategen, nichts anderes als ein Brückenkopf. Da schreibt der zuerst schon erwähnte Sir Helford Mackinder, der schreibt Brzezinski und das sagt auch von Strategic Forecasting der bereits erwähnte George Friedman. Deutschland ist ein Brückenkopf. Du musst Deutschland indirekt besitzen, Truppen dort stationiert haben, um Europa in einen West- und einen Ostblock zu spalten. Nur so kannst du Osteuropa indirekt beherrschen. Und wie zuerst erwähnt, wenn du Osteuropa indirekt beherrschst, beherrschst du das Kernland der ehemaligen Sowjetunion indirekt, dann beherrschst du die Weltinsel und letztlich die ganze Welt. Und darum geht es diesen Psychopathen. Und das sind Angloamerikaner. Es sind keine Juden, es sind keine Freimaurer. Teilweise werden deren Kanäle benutzt weltweit, aber zumindest hinter dem Ersten Weltkrieg stecken ja fast dieselben Familien bis zur C-Diktatur und auch Ukraine-Konflikt. Und das sind WASP, weiße angelsächsische Protestanten. Nominell zumindest Protestanten, hat aber nichts mit der Religion zu tun, sondern es sind WASP.
Und das muss man wissen. Und Juden und Freimaurer werden als Sündenböcke missbraucht. Und wenn jetzt im Internet die skurrilsten jüdischen Weltverschwörungstheorien kursieren, dann dient es nur einem, dem angloamerikanischen Spalter. Weise Juden wissen es, weise Deutschen wissen es, weise Russen wissen es. Ja, beim Ersten Weltkrieg, kannst du uns mal erklären, also ich bin jetzt auch dabei, mich da einzuarbeiten, kannst du uns mal den Ablauf schildern, wie das so sich zugetragen hat Ja, vor 1914? vor 1914. Ja, ganz einfach. Es wurde das Deutsche Kaiserreich in etwa so eingekreist von ihm vormals freundlich gesinnten und dann plötzlich feindlich gesinnten Staaten, Großbritannien, Frankreich, Russland, das russische Zarenreich und dann letztlich das dann später aus dem Bündnis gebrochene Italien. Ja? Und damit war das Deutsche Kaiserreich umklammert. Und jetzt schreiben deutsche Historiker, Deutschland fühlte sich umklammert. Dieses Gefühl, das Vermeintliche, entspricht der Realität. Man brauchte nur auf die Landkarte schauen. Und es ist dann so passiert, dass von Großbritannien aus eben der Wille bestand, das Deutsche Kaiserreich zu vernichten. Dazu brauchte man auf der eurasischen Festplatte das Bündnis mit dem russischen Zarenreich und mit Frankreich. Das ist sozusagen die Triple Entente gewesen. Und die Deutschen, das Deutsche, im Mittelbereich bestand das Deutsche Kaiserreich und dem einzigen Bündnispartner, dem einzig wahren Bündnispartner Österreich-Ungarn. Also zwei deutsche Kaiserreiche, kann man sagen. Zwei deutsch geführte Kaiserreiche, weil auch die Österreicher sind ja nichts anderes als Deutsche. Das wusste man damals und man wird es bald wieder wissen. Das ist ein Faktum, da kann man nicht dagegen reden, weil wir alle mittelbayerischen Dialekt sprechen, aber das nur zum Drüberstreuen. Und um eben das Deutsche Kaiserreich zu vernichten, musste man in dessen Achillesferse hineinstechen. Und das war der bereits brüchige Vielvölkerstaat Österreich-Ungarn und dort eben in Sarajevo rein, wo der österreichische Thronfolger ermordet wurde. Aber das war erst die Auslösung 1914. Vorher hat man alles getan, damit der Krieg tatsächlich stattfinden konnte. Und der Krieg gegen das Deutsche Kaiserreich war ab 1906 in London in allen Details geplant, bereits 8 Jahre vor Kriegsbeginn. Das habe ich in einem Buch nachgewiesen, wo steht's? Da hinten, Krieg derer Weltherrschaft Band 1, 832 Seiten. Ja, das ist viel. Aber ich habe es, glaube ich, langsamer geschrieben, als die Leute es lesen können. Mit über 2300 Quellenangaben, hauptsächlich aus angloamerikanischen Quellen heraus. Ich zitiere ja immer den vormaligen Kriegsgegner, den vormaligen Feind, weil seine eigenen Quellen kann man nicht anzweifeln. Die sind offiziell. Meine Frau, die Jasmin und ich waren auch in britischen Archiven und haben da einiges rausgesucht. Dieser Krieg war tatsächlich geplant und wurde dort auch in allen Details vorbereitet. Zum Beispiel hat man eine Scheinlücke aufgebaut in Belgien. Man hat die belgische Neutralität, die vermeintliche, bereits ab 1906 gebrochen, indem die Belgier den britischen Landetruppen, Expeditionary Force, über 230.000 Soldaten, ein Aufenthaltsrecht einzuräumen. Bereits mit Landkarten, wo in Belgien die besten Positionen gegen Deutschland bezogen werden können, dasselbe für Frankreich. Die Franzosen haben eine Scheinlücke bei den Ardennen eingebaut in die Barrière de Fer, also in den eisernen Vorhang, in die eiserne Barriere zu Elsass-Lothringen, denn das Ziel von Frankreich war, Elsass und Lothringen zurückzuerobern. Und der deutsche Generalstab hat diese Scheinlücke wahrgenommen. Er musste sie im Kriegsfall wahrnehmen, denn die einzige erfolgsversprechende Verteidigungsdoktrin Deutschlands war der Schlieffenplan. Und der wurde in England und in Frankreich bereits ab 1906, 7 verinnerlicht und dieser deutsche Schlieffenplan, wirklich ein Verteidigungskonzept, grenzt an Wahnsinn, weil die deutsche Streitmacht im Verhältnis zu den umgebenden Ländern gering war. Es war die beste Streitmacht weltweit, keine Frage von der Qualität her, aber quantitativ hoch unterlegen den anderen, war der Plan, fast alle Armeen geschlossen in den Westen nach Frankreich zu schieben, Paris nicht zu erobern. Das heißt, wenn du die Hauptstadt nicht eroberst, ist es kein Eroberungskrieg, sondern eine präemptive Verteidigung, sondern die französischen Streitkräfte auszuschalten und dann sogleich in einer Pendelbewegung das gesamte deutsche Heer, ja, also alle Armeen, in den Osten zu schieben gegen das russische Zarenreich. Also wer hier von einem Eroberungskrieg spricht, spinnt. Und diese Pläne kannten sie. Also mussten die angloamerikanischen Drahtzieher dafür sorgen,
dass die Mobilmachung, die Mobilisierung, wie man früher sagte, im russischen Zarenreich beschleunigt wird. Nämlich von X plus 28, also X ist heute, vom Tag der Mobilmachung plus 28 Tage, hat man heruntergeschraubt, in annähernd auf den westlichen Standard, auf X plus 16. Das war bereits abgesprochen ab 1912. Und ab 1912 gingen auch die strategischen Eisenbahnlinien, die russischen, viersträngig an das Deutsche Kaiserreich im Osten heran, ja, an Ostpreußen. Und somit war klar, da war einiges vorbereitet. Auch die Kriegsschauplätze im Meer waren vorbereitet. Die Briten haben gesagt, liebe Franzosen, schickt eure Truppe ins Mittelmeer. Ab 1910 vereinbart, ja, schickt eure Flotte ins Mittelmeer runter und kämpft gegen Österreich, die K&K-Flotte, die ja ein bisschen aufgestockt wurde. Und wir sichern den Ärmelkanal und machen auch geplant ab 1912 die völkerrechtswidrige Seeblockade gegen das Deutsche Kaiserreich. Und bei dieser völkerrechtswidrigen Seeblockade sind während des Ersten Weltkriegs über 800.000, laut offiziellen englischen Statistiken, über 800.000 deutsche Zivilisten gestorben wegen einer völkerrechtswidrigen Seeblockade, die bereits Jahre vor Kriegsbeginn geplant war. Sie war geplant ab 1906. Ja. Sie ist dann mit den verschiedensten Plänen vorbereitet worden und spätestens ab 1912 war das Konzept fertig. Und mit Kriegsbeginn wurde die Völkerrechtsblockade sofort eingesetzt. Und alle, die sagen, wie zum Beispiel Fritz Fischer, ist schon verstorben, einer der Hauptprotagonisten der deutschen Historiker, die sagen, Deutschland ist verantwortlich für den Ersten Weltkrieg. Hier war das Hauptargument, das Wettrüsten sei von Deutschland ausgelöst worden, das Flottenwettrüsten, und das habe England provoziert. Absoluter Schwachsinn. Ich habe aus allen, insbesondere aus britischen Archiven und auch von anderen Ländern, die Kriegsflottentonnagen ab 1895 bis 1918 herausgenommen, in eine Tabelle gepackt, in Krieg der Weltherrschaft, da hinten ist es, im Buch habe ich sie drinnen, ja, und das beweist, dass die deutsche Flotte immer weit geringer war als die britische. Die Deutschen haben freiwillig unter Tirpitz eine Risikoflotte gehabt, ja, wo sie gesagt haben, es ist keine Angriffsflotte, sondern sie sollen nur den Angreifer daran hindern, praktisch das Deutsche Kaiserreich über den Seeweg versuchen einzunehmen. Und deswegen war die stärkste Waffe der Deutschen zwangsweise die U-Boot-Waffe. Du kannst dich gegen eine überlegene Armada wie die Royal Navy, kannst du dich nicht anders schützen als mit U-Booten. Es geht nicht anders. Und vor allem das Durchbrechen der Seeblockade war auch nur denkbar mit U-Booten. Und wenn wir schon bei dem Thema Royal Navy sind, wenn Historiker wie auch einige sehr gute, wie der Daniele Ganser, behaupten, um das Öl ging es erst nach dem Zweiten Weltkrieg, völliger Blödsinn. Ich habe auf Punkt und Strich aus den britischen Archiven nachgewiesen, was eigentlich jeder Hausverstand sagt. Es ging bereits vor dem Ersten Weltkrieg ab 1905 um das Erdöl im Nahen Osten. Und dieses Erdöl im Nahen Osten wollte sich das britische Kaiserreich sichern. Warum? Weil die damals schon größte Flotte aller Zeiten, die britische Royal Navy, umstellen wollte oder im Begriff war, umzustellen, sie hat es auch dann getan, von Kohlebefeuerung auf Ölbefeuerung. Warum Öl? Erstens, weil schneller verfügbar, weil weniger sichtbar verbrennend, also ein Tarneffekt auf der See, und weil dadurch auch mehr Geschwindigkeit erzielt werden kann. Da Großbritannien selbst keine Erdölvorkommen hatte, musste es sie sich im Nahen Osten holen, indem man dem osmanischen Sultan gedroht hat, du gibst uns das Öl, ansonsten fangen wir zu ballern an, denn die Flotte ist ja schon gefahren im Nahen Osten von den südlichen Gewässern her und hat dem Osmanischen Reich gedroht. Dorthin, wo übrigens, muss man sich ja nur bildlich vorstellen, das Deutsche Kaiserreich gratis für das Osmanische Kaiserreich, eben hauptsächlich für die Muslime, die Bagdadbahn gebaut hat. Mit dem Schürfrecht von Erdöl entlang der Bagdadbahn. So, und jetzt kommt der Oberhammer. Deutsche Juden haben unter der Leitung, kann man sagen, von Theodor Herzl, Österreich-Ungarn, gewünscht einen Judenstaat in Palästina. Nicht nach Muster des österreichisch-ungarischen Kaiserreichs, sondern ausdrücklich nach Muster des deutschen Kaiserreichs, weil das der ordentlichste Staat, so haben es Herzl und die anderen Zionisten formuliert, der ordentlichste und gewissenhafteste ethnisch-moralische Blablabla-Staat sei. So,
Jetzt war der Theodor Herzl beim Kaiser Wilhelm II. Aus meiner Sicht der beste Kaiser aller Zeiten. Darum wird er ja bis heute verdammt. Vom Westen, also von der angloamerikanischen Politpropaganda, war eben Theodor Herzl Vorsprechen beim Kaiser Wilhelm II. Und hat gesagt, wir wünschen einen deutschen Judenstaat in Palästina. Und der deutsche Kaiser hat sich dafür verwendet. Jetzt läuten, weil der ein gutes Verhältnis zum osmanischen Sultan gehabt hat, jetzt läuten die Alarmglocken bei den Briten. Öl im Nahen Osten bedroht durch geschäftstüchtige deutsche Juden, die ja gesagt haben, sie wollen den Judenstaat dort ordentlich aufbauen. Und da haben damals schon Briten gesagt, wir müssen das verhindern. Wir werden einen jüdischen Spaltkeil in Palästina hineinsetzen und sie von arabischen Feinden umzingeln. Das habe nicht ich geschrieben. Das hat ein jüdischer Historiker, ein britischer jüdischer Historiker mit Dokumenten nachgewiesen. Ich habe halt nur die Kernaussagen in Krieg der Wälderschaft Band 1 herausgearbeitet. Und wenn man das weiß, dann weiß man, dass Juden, die ja viele Deutsche waren ja Juden und damit eindeutig deutsche Staatsbürger und auch deutsche Nationalstaat liebende Menschen, gesunder Nationalismus, die hatten mehr gemeinsam, als sie trennt. Und bis zum heutigen Tag wird diese Realität verschwiegen, wird dieses Faktum, dieses historische Faktum ausgeblendet, obwohl es in einigen Mainstream-Geschichtsbüchern drinnen steht. Du hörst im Fernsehen nichts davon. Du liest in keiner Zeitschrift was davon. Warum? Weil die Leute aufwachen konnten und endlich einmal den wahren Feind, unter Anführungszeichen, den wahren Spalter zu erkennen. Und das ist und bleibt der angloamerikanische Geostratege, WASP, Weiße angelsächsische Protestanten.